Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Bücher, die mich inspiriert haben. Das heißt, eigentlich sollte es um Bücher gehen, und zwar Bücher für Kreative und was ich von ihnen gelernt habe und was ich da für interessante Lektionen insgesamt drin sehe. Ich wollte eigentlich mehrere Bücher in einem Video vorstellen, es gibt aber zu jedem Buch so viel zu sagen, dass ich jetzt beschlossen habe, heute nur ein Buch vorzustellen in diesem Video und werde dann eine Serie machen und dann mehrere Bücher vorstellen und was ich an ihnen interessant finde. Ja, danach könnt ihr dann entscheiden, ob ihr die Bücher selber lesen wollt oder ob euch das vielleicht reicht, was ich euch hier mitzugeben habe. Das sind alles sehr interessante Bücher, viele auf Englisch. Also es geht erst einmal um Tyler Thorpe. Ich kann Twyla, wird das glaube ich ausgesprochen. Ich habe wirklich sogar versucht, mir es anzuhören. Ich habe auch schon andere über sie reden hören. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. The Creative Habit. Sie schreibt darüber, über Kreativität. Das ist auch nichts jetzt für Autoren. Es ist eine Choreografin und Balletttänzerin, die hier sagt, wie sie kreativ ist. Sie versucht, in diesem Buch der Kreativität auf die Spur zu kommen und was sie so gelernt hat, was sie für Fähigkeiten entwickeln musste, um ihren kreativen Beruf nachzugehen. Und da sind verschiedene Punkte. Einmal ein ganz zentraler ist The Creative Habit, wie es auch schon heißt, nämlich, und das hat sie ganz eindringlich beschrieben, wie sie glaubt, neben verschiedenen anderen Punkten, auf die ich noch eingehe, dass die Gewohnheit und die Routine einen ganz wesentlichen Teil ihres Erfolgs ausmachen. Und sie beschreibt das, finde ich, auch sehr überzeugend, was man sehr schnell nachvollziehen kann. Also sie sagt zum Beispiel, ich glaube, sie stand jeden Morgen um 4.30 Uhr aus oder irgendwas so ganz früh und nimmt dann ein Taxi, zieht sich ihre Turnschuhe an und sie beschreibt genau diesen Prozess, wie sie sich anzieht, fertig macht. Und sie steht halt auf und ist müde und hat keine Lust. Aber sie steht nur aus, sie denkt nur an den nächsten Schritt. Und jetzt meine Sportklamotten anziehen, die liegen da ja schon. Dann zieht sie ihre Sportklamotten an. Dann tritt sie kurz später auf die Straße und holt sich ein Taxi und fährt zum Studio, zum Workout. Und diesen Prozess, der noch nichts mit dem Aufraffen zum Workout zu tun hat, sondern sie rafft sich hier auf, überhaupt aufzustehen, sie rafft sich auf, ihre Anziehsachen anzuziehen und dann dieses Taxi von der Straße zu winken. Sie überlässt sich sozusagen dieser Routine. Das gibt es ja auch in diesen Büchern, die um Willenskraft gehen und um so Building Habits. Darum geht es ja immer, dass man, wenn man eine Routine hat, ganz vielen Widerständen entgeht. Also wir putzen uns ja auch die Zähne und wir machen uns nicht große Gedanken darüber, oh, jetzt wieder Zähne putzen, sondern es passiert jetzt ein bisschen automatisch, dass überhaupt keine Willenskraft mehr involviert. Und darüber schreibt sie. Und das ist, finde ich, eine ganz zentrale Aussage von diesem Buch, weil sie sagt, durch diese Routine, die stattfindet, ob man inspiriert ist oder uninspiriert ist, durch diese Routine passieren eben diese magischen Momente. Und da glaube ich ja auch dran, wenn wir schreiben und sind uninspiriert oder wir schreiben jetzt, wenn jetzt Leute den Nanofrimo mitmachen, man schreibt jetzt einfach auf Menge gerade und im Grunde vielleicht hat man nicht so viel geplant und hat noch keine Idee, weiß noch nicht mal genau, wo diese Szene hinführt, nimmt also in Kauf, dass man da wahrscheinlich was löschen muss und umschreiben muss. Aber manchmal gerade in so einem Schreiben, wenn man es trotzdem aber macht, durchführt, also was ich so bei ihr als Tänzerin, als Exercise sehe, kommt dann plötzlich ein Gedanke, eine Idee, eine neue Richtung. Und das passiert ja nur, während man es macht und nicht, während man darauf wartet. Also das ist so ein ganz zentraler Gedanke bei ihr. Dann hat sie auch sehr pragmatische Gedanken. Also sie hält es für sehr wichtig, halte ich auch für sehr wichtig, die eigene kreative Identität zu finden. Und ich finde, das ist so eine dauerhafte Suche, also sich selbst zu erkennen und auch einen klaren Blick auf seine Stärken und Schwächen zu werfen. Denn teilweise kann man ja auch seine Schwächen ausgleichen. Wenn es so Schwächen sind wie, und das gibt es ja auch bei Autoren, es gibt ja extrovertierte und introvertierte Personen, einige Autoren arbeiten besser ganz alleine, einige arbeiten besser in einer Gruppe, einige gehen besser ins Café, wenn andere Leute drum sitzen und arbeiten. Das sind dann oft extrovertiertere Personen, die daraus Energie ziehen oder die sich dann nicht so alleine fühlen. Also ich habe definitiv so Tage, wo mir das absolut hilft. Aber es geht auch darum, selbst zu erkennen,
bestimmte Stärken, die man hat und die vielleicht dann weiterhin zu verstärken. Das gilt ja auch so für die allgemeinen Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es ja auch Stärken, die man selbst gar nicht als solche erkennt oder ich sag mal so Eigenschaften, die man hat, die man fast nicht als solche erkennt, weil die für einen so normal sind. Zum Beispiel macht es mir wirklich nichts aus, mich hier hinzustellen und auf einem YouTube-Video was zu erzählen. Oder ich schreibe oder ich zeichne ja auf Instagram. Ich kann nicht besonders gut zeichnen, darüber könnte man sich auch lustig machen. Schreibe da so meine Gedanken hin, mache mich teilweise verletzbar oder gebe Einblick in Schwächen, die ich habe. Und das ist etwas, darüber denke ich gar nicht so viel nach. Das kommt relativ natürlich zu mir. Und dann ist das immer ganz lustig für mich, wenn ich dann Leute treffe, die dann sagen, ah, ich finde das so toll, dass du dich das traust. Ich würde mich das nie trauen. Und dann denke ich so, und ich denke manchmal, ist das vielleicht ein bisschen komisch oder sollte ich nicht lieber alles viel perfektionistischer machen und viel mehr länger drüber nachdenken? Aber ich weiß natürlich genau, dass ich jetzt gerade, wenn ich über diese Videos ewig nachdenke, dass sie dann nie passieren würden, weil, ja, also das ist ja nicht mein Beruf, das mache ich ja aus Freude an dieser Community und daran, Dinge zu teilen. Aber es hilft mir natürlich auch, ich sag mal so, um die eigene Persönlichkeit dann so, die Amerikaner sagen, to embrace your personality. Und das stimmt auch, weil ich kann natürlich dann auch diese Dinge, die mich ausmachen, auch noch weiter ausbilden. Und die Dinge, die mir nicht liegen, wie zum Beispiel Korrektur lesen. Also ich denke, ich bin einfach routiniert, aber an sich bin ich kein guter Korrekturleser, weil mich das ganz am Schluss langweilt. Das macht mich so ein bisschen verrückt. Während ich weiß, dass andere Leute es lieben, diesen Perfektionsanspruch und die da eine ganz große Befriedigung draus ziehen, aus dieser kontrollierten Tätigkeit, wo dann alles so perfekt ist am Schluss. Wende mich dann lieber einem neuen Projekt zu. Mich interessieren halt immer sehr viele Dinge und ich werfe mich da dann immer rein und ich lerne unheimlich gern Neues. Das ist so eine Eigenschaft, sage ich mal. Dann eine andere Sache, von der sie redet, die sie gelernt hat, ist, dass sie sagt, man muss diese Mischung finden zwischen einerseits Kontrolle und der sich an die eigenen festgesetzten Regeln zu halten, also zum Beispiel an die Schreibzeit oder an die Regeln, die man für sein Stück aufgestellt hat. Und gleichzeitig, ich würde auch sagen, wenn man jetzt plottet zum Beispiel, man hat dann einen Plot geschrieben, man hält sich dran und gleichzeitig aber sich immer von diesen eigenen Vorgaben auch ab irgendeinem Punkt zu lösen. Und ich glaube manchmal, das ist so das Zeichen, wie fortgeschritten man ist, ob man spürt, wenn es wert ist, dass man da seinem Gefühl vertrauen kann, sich von diesen eigenen Vorgaben, die man vorher hatte, zu lösen und dann zum Beispiel den Plot zu verändern. Oder wenn man anders künstlerisch tätig ist, vielleicht auch, man merkt einfach, in diesem Medium komme ich weiter. Ich wähle jetzt mal ein neues Medium, also da die richtige Entscheidung zu treffen. Dann sagt sie noch, daran glaube ich ja auch, dass es ganz wichtig ist, seine handwerklichen Fähigkeiten zu schulen. Ich glaube, das kommt manchmal zu kurz. Und wenn ich jetzt vom Schreiben ausgehe, ist es so, dass durch diese Möglichkeiten der Veröffentlichung, aber auch vom Zeichnen, von alle Sachen durch Social Media kann man ja sehr schnell veröffentlichen und verwechselt dann teilweise dieses Feedback, was man bekommt. Vielleicht ist es auch sehr positiv, vielleicht sind die Dinge auch sehr zugänglich. Manchmal hört man dann zu früh auf, sein Handwerk zu entwickeln. Also ich denke, das ist schon teilweise ein Problem. Und man nimmt dann das als Maß sozusagen die Likes, die ja bald auf Instagram abgeschafft werden sollen. Ich bin ja mal gespannt. Und das halte ich auch tatsächlich für problematisch, weil man, wenn man sich eben nicht auf die Meinung von einer wohlwollenden Menge verlässt, sondern vielleicht auch von Leuten, die selbst handwerklich weiter sind, und dass man sich da auch dieser Kritik aussetzt und auch in der Lage ist, die anzunehmen und sich ja weiterzubilden, einfach in dem Feld selbst und da offen zu sein. Also ich glaube, da kommt man sehr viel weiter. Und ich glaube, da sagt Sila Thorpe auch, dass ganz wichtig ist, dass man, egal wo man in einem Prozess dann letztlich ist, also wenn sie als Choreograf tätig ist, dass sie ja selbst auch verstehen muss, wie zum Beispiel, also sie nimmt das Beispiel, wie der Beleuchter arbeitet.
Und ich denke, oder sie sagt dann, ein Koch, der Chefkoch in der Küche wird immer der sein, der letztlich auch am besten die Zwiebeln schneidet, was er gar nicht mehr tut, weil das der Hilfskoch macht. Also, dass man immer zum grundsätzlichen Handwerk da ein großes Verständnis hat. Und ich glaube auch, das sind die besten Leader dann irgendwo, die dieses grundsätzliche Handwerk beherrschen. Und dann vielleicht noch so als letzten Punkt, dass sie sagt, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man soll sich an Vorbilder halten. Und die Leute, die man selbst bewundert, man kann von denen lernen und auch teilweise von denen, ich will es nicht sagen, kopieren, aber während man übt, kann man durchaus von denen kopieren. Und die sagt zum Beispiel was, das finde ich ganz interessant, das habe ich schon häufiger gehört, ich habe das auch mal gemacht. Sie sagt, interessanterweise hier bezogen aufs Schreiben, das wäre so, als würde man eine Passage nehmen von jemandem, den man ganz toll findet und die einfach abschreiben. Das habe ich, glaube ich, in irgendeinem Video auch schon mal empfohlen. Das hat mir eine Lehrerin mal gesagt oder eine Professorin in den USA in einem Schreibkurs. Sie meinte, sie würde abtippen die Texte von Leuten, die sie sehr gut findet. Und ich meine jetzt wirklich abtippen, fand ich total interessant, habe ich dann auch mal ausprobiert, um ein Gefühl zu bekommen, wie die ihre Sätze strukturieren. Und das ist noch was anderes, als die zu lesen, die jetzt selbst zu schreiben. Da bekommt man so richtig ein Gefühl von innen heraus, wie dieser andere Autor arbeitet. Ich denke, dieser letzte Punkt ist sicherlich verwandt mit diesem August Kleon, Steal Like an Artist, wo es ja auch darum geht, wie wir die Tradition, in der uns ja immer befinden, wir schreiben ja nie so in den leeren Raum hinein und wir tanzen auch nicht in den leeren Raum hinein und malen auch nicht rein. Es gibt ja immer Künstler, die das auch gemacht haben, was wir machen, wie wir uns davon inspirieren lassen. Und das ist ehrlich gesagt auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme. Leute, die Angst haben, dass sie irgendwas klauen, sei es der Plot. Ja, meistens ist es um den Plot, die dann Angst haben, so wenn ich jetzt eine Zauberschule mache oder ein Zauberinternat mache, ist das jetzt Stehlen von Harry Potter? Und da muss man einfach sagen, es gab vor Harry Potter ganz viele Zauberinternate, es gibt nach Harry Potter Zauber und die haben alle nichts mit Harry Potter zu tun. Das ist also wirklich nur so eine ganz grobe Plotstruktur. Es geht natürlich, umso detaillierter man wird. Das kann dann langweilig sein, wenn man einen Plot nimmt. Es gibt ja so Bridget Jones, ist ja komplett ein Plot von Jane Austen, das hat die Autorin auch gesagt, aber niemand würde jetzt sagen, oh, die hat jetzt von Jane Austen abgeschrieben, ja. Das sind ja nur ein paar grobe Eckpunkte, die sie genommen hat. Also es geht immer darum, sich inspirieren zu lassen und Impulse zu verwenden von dem, was man liest, was man erlebt. Und es kann ja teilweise kommt das ja aus ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel überlegt, nachdem ich Hamilton gesehen habe, was ich ja wahnsinnig inspirierend fand, dieses Musical, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Das war ja so der allergrößte Erfolg von Lin-Manuel, der das geschrieben und getanzt hatte in der ersten Version, der ja die Geschichte von Hamilton so zum Leben erweckt hat und mit Rap und mit so cooler Musik. Und da habe ich immer gedacht, Wahnsinn, mich ihm jetzt vorzustellen, das würde jetzt jemand für Bismarck machen. Und das wäre ja inspiriert von Hamilton und was völlig Neues. Also nur um jetzt diesen Punkt so ein bisschen zu machen. Okay. Jetzt habe ich schon sehr lange geredet, aber ich hoffe, ihr fandet das interessant. Das Buch ist wirklich lesenswert. Es ist auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Kann ich ja nochmal nachgucken. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.